Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus dem Jahr 2023. Kobi 5757. Richtig, die Horten. Genau so ist es. Der Knüller. 950 Teile für 80 Euro. Wir gucken es uns gemeinsam an, selbstverständlich. Wir haben es live zusammengebaut, das Flugvieh an einem Dienstag. Wir haben so ein bisschen parallel die Concorde gebaut von Lego und ein bisschen hier die Horten 9. Es ist so, wir fangen direkt mal mit dem Offensichtlichen an. Das Ding sieht sensationell aus. Wenn ich es so halte, das ist der Plan, wenn man es hinstellt. Und auch wenn das korrekt ist, dass das Bugrad so klumpig war bei dem Prototypen damals aus den 40ern, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Da muss definitiv ein Sockel drunter, damit man das Fahrwerk einfangen kann und diesen wunderschönen Nurflügel, dass man den auch richtig präsentieren kann. Das ist der große Punkt. Es gibt von diesem oder gab von diesem Set auch eine Special Edition, wie Kobi das ja macht, kriegst einen Zettel, auf dem draufsteht, dass du sehr, sehr wichtig bist. Und da waren dann auch die Hortenbrüder noch dabei, die das Ding entworfen haben. Und da war ein Sockel dabei. Für uns Normalbürger, die das einfach so kaufen möchten, gibt es dann das. Und das ist so traurig, das ist super schade. So, also das direkt vorweg gesagt, das ist unglücklich. Das ist, steht dann so. Ich habe das auch als Thumbnail mir überlegt. Dann habe ich gedacht, das ist kein guter Move. Nein, das lassen wir. Denn so, was ich jetzt gerade sehe, ist ein Traum. Was ihr jetzt gerade seht, ist ein bisschen mäßig. Da müssen wir drüber sprechen. Wir erforschen noch die Abenteuer dieses Sets. Auf jeden Fall. Das ist die Box. Es ist eine schöne Box. Mit bisschen Action. Ich meine, über den Wolken, Knüller, alles dabei. Sieht richtig, richtig gut aus. 1 zu 32, das kennt ihr, ist ja bekannter Maßstab bei Kobi. 953 Teile, eine Figur, die Abenteuer Rückseite, nichts, vor dem man sich fürchten müsste. So, hier nochmal, und das ist halt das Gruselbild hier, ja. Es sieht ja nach gar nichts aus. Und hier natürlich noch die Daten dazu. Ist natürlich in der EU hergestellt, ihr kennt das von Kobi, und natürlich alles bedruckt, keine billigen Aufkleber. Leider ist es eine Box zum Thema billig, die man so aufreißt. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag welchem einem gescheiten Siegel und einer gescheiten Lasche, dann sieht es auch nach was aus. Das hier ist die Anleitung. Kobi typisch, überhaupt keine Probleme. Und ihr habt am Anfang hier unten eine Mini-Übersicht an Teilen, auf die ihr Acht geben solltet, die sich sehr ähnlich sehen, die man leicht falsch verbaut und die einfach dann unschön im Nachhinein wieder zu entfernen sind, um sie zu korrigieren. Vollkommen klar. Wir haben selbstverständlich eine kleine Plakette Fokus. Und ja, Fokus brauchen wir nicht, aber ihr wisst, was draufsteht. Da haben wir es doch. Und einen Knecht. Ja, so. Kommen wir zum Schiff. Flieger. Ding. Wir messen es aus. Ich habe gerade sehr viele Raumschiffe gebaut. Ich bin alles, was fliegt, ist ein Schiff. 52 Zentimeter. Ja. Und die Länge dafür aber nur knackig kurze 24. Und den Rüssel hochgestreckt bis knapp 10 Zentimeter. Das ist hier der Plan. Diese Nurflügler finde ich einfach Weltklasse. Ich meine, das Ding sieht richtig gut aus. Das ist doch, ich meine, es hat kurz vor Bat-Symbol, oder? Ich finde auch. Batman schwingt hier irgendwie mit und das gefällt mir wahnsinnig gut. Guck mal die. Also das ist alles sehr, sehr schön. Und vor allem eine Sache, ich zeige es euch jetzt, damit wir es wirklich wegkriegen, weil ich will es nicht mehr länger angucken. Also erstmal diese neue Aquamarinton, den finde ich auch scharf. Auf jeden Fall, der gefällt mir sehr, sehr gut. Es kommt ja auch der neue Maserati und der hat ja auch den Farbton. Ich nehme an, das werden wir häufig sehen. Und es ist natürlich bei Flugzeugen ein genialer Farbton. Wir haben selbstverständlich Kobi-typisch, wir haben keine Farbabweichungen. Also der Stein hat den gleichen Ton wie der Stein, 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 wie jeder Stein. Das passt und von der Seite, das sind auch keine Farbunterschiede, sondern es sind zwei Farbtöne. Das eine ist grün, das andere ist grau. Und die grünen Steine sind grün und die grauen Steine sind grau. Wenn ihr irgendeinen Farbunterschied seht, liegt es an verschiedenen Slopes und Winkeln, wie sich hier das Licht bricht. Kobi hat keine Farbprobleme. Und das ist natürlich eine Wertigkeit, die sehr schick ist. Jetzt kommen wir hier einmal kurz zu dem Fahrwerk, zum Thema Wertigkeit. Dieser Reifen von der Seite hier, Bugrad, sieht nett aus. Weißt du, so ein dicker Knubbelreifen. Von der Seite hat er aber Löcher.
Das gefällt mir gar nicht. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt seht ihr hier unten diese Kante, die ist dafür da, dass das nicht einknickt, wenn man es belastet. Das gehört aber dort eigentlich nicht hin, das ist beweglich und das nimmt man raus, damit man danach, schaut rein, ihr guckt bis hoch ins Cockpit, das ist die Scheibe, ihr könnt auch durchgucken. Dieses dicke Rad, das kann man hier hochklappen, das geht da rein und kann man dann auch hier verschließen und das ist wunderbar und es ist weg und es ist plan, ja, weg. Und dieses Ersatzteil, weil das dann nicht mehr drunter passt, wird dann hier untergebracht, es wird dort einfach reingesetzt, quasi aufbewahrt, wenn man so möchte, zack, sitzt es jetzt hier drin und man kann die zuklappen, klack, klack und dann ist es weg, wir haben nur noch das kleine Antennchen dort. So, und dann ist das alles verstaut, sieht gut aus und ist weg. Und so sieht das Ding auch wirklich gut aus. So will man es handhaben, so hat man Spaß. Aber das läuft für mich einfach nicht, wirklich nicht. Auch wenn es korrekt ist, mag sein, das Ding sah knubbelig aus. Ich habe mir Bilder angeguckt und so weiter von den Erprobungen. Es ist ja nie in Serie gegangen, 45. Ich habe mir alles angeguckt, das sah auch so ungelenk komisch aus. Aber nur weil es so ungelenk komisch aussieht, muss ich es mir ja so nicht hinstellen, wenn das Ding doch so wahnsinnig gut aussieht. Und dass die normale, ich verstehe ja diese Executive Edition und so bla 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 und man kriegt die Urkunde und man kriegt eine Figur dazu, ich bin da bei allem dabei und eine tolle Plakette und so, alles toll. Aber das ist für mich ein essentieller Bestandteil der Ästhetik dieses Sets, dass dieser Sockel dabei ist, damit ich es hinstellen kann. So, das gesagt, kann man natürlich jetzt einfach sich so einen Sockel bauen. Ist kein Problem. Das geht schon, aber ihr wisst, was ich meine, ich finde es, in dem Lieferumfang. Das hätte nicht der Unterschied zwischen der Standard und Executive Edition sein dürfen, dass hier der Sockel fehlt. Gefällt mir nicht. So, also, aber jetzt haben wir dieses Set. Gleich vorweg, wo ich gerade beim Motzen bin, sprechen wir über den Preis. Das Ding kostet 80 Euro. Hat 950 Teile, ist in bester Qualität. Hervorragend, unglaublich gut bedruckt. Alles in Ordnung. Man könnte jetzt sagen, gegenüber Lego natürlich ein guter Preis. Auf jeden Fall. Ist es auch. Ist es auch immer noch. Aber, da ich auch viele andere Hersteller baue, die kommen zwar nicht an die Qualität von Lego, von Kobi dran, was die Teile angeht und die Prints und all diese Sachen und die Verpackung und in der EU hergestellt und so weiter. Aber es sind 200 Bügelperlen hier drin versenkt. Ihr wisst, diese kleinen Baurichtungsumkehrer. Ich habe die live mit euch gesetzt, 200 Stück. Ich weiß, von was ich rede. Kobi hat zwar so ein schönes kleines Tool, mit dem man das setzt, das geht sehr, sehr schön, aber trotzdem setzt man 200 von diesen kleinen Bügelperlen. Checkt mal im Markt, was eine Bügelperle kostet. Und wenn hier 200 drin sind, geht die Teileanzahl für mich im Kopf auf 750 runter. Ich zähle Bügelperlen nicht. Und dann sind 80 Euro halt echt viel Geld. Dann fühlt sich das Ding für mich eher nach 65 Euro an und nicht nach 80. Und deswegen ist es dann ein bisschen unschön. Der Markt wird es ein bisschen regeln auf 65, aber das zahlt dann der Händler für euch. Ich finde, die UVP hätte weiter unten angesetzt sein sollen, denn unsere Einkaufspreise richten sich nach der UVP. Also das ist einmal der Punkt zum Preis, das ist mir dann zu teuer. So, und jetzt freue ich mich noch ein bisschen über das Set, denn es gibt tatsächlich viel zu freuen. Also wenn man das mit den Bügelperlen überstanden hat und vorher man den Preis überstanden hat und sich was überlegt hat für die Aufbewahrung, wenn man das dann irgendwo hinhängen möchte oder hinstellen oder irgendwie schön, wenn man das alles geschafft hat, dann geht es weiter hier mit der Freude. Und die ist tatsächlich beim Bau vorhanden und sie ist danach auch beim Anschauen vorhanden. Das ist ein wirklich schön gestaltetes Modell. Wir haben ein gescheites Formteil für die Cockpitscheibe und generell hier für den Rumpf, für dieses Element. Das hier vorne, auch sind zwei Elemente, das hier vorne mit den Triebwerken und dann hier hinten das Stück. Und das ist, alles andere sind Kobi-Standardteile, kein Spezialteil mehr dabei ansonsten, alles in Ordnung. Das sind die beiden speziellen und das ist prinzipiell auch fein. Aber jetzt guckt euch mal an, was hier tatsächlich los ist. Und die, also vor allem diese Ebenen hier, dass sie das als Formteil gemacht haben, das macht halt unglaublich viel vom Charme des Fokus, unglaublich viel vom Charme des Modells aus. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich bin froh, dass sie da nicht so eine halbgare Lösung gewählt haben. Das hier unten ist übrigens der Angusspunkt. Der ist im Hellen. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich bin froh, dass sie da nicht irgendwas versucht haben zu bauen. Dass sie gesagt haben, ach komm, weil Kobi kann ja solche Triebwerke bauen. Und er sagt, ja komm, wir versuchen das da einzubauen. Wisst ihr, wie das ausgesehen hat? Das hätte so ein bisschen dann wie Legos Concorde vorne ausgesehen.
ja, mit so einer Knubbelnase, die nicht passt, wo dann Kanten drin sind und dann die Übergänge wären nicht elegant gewesen. Und es ist nun mal ein Hochgeschwindigkeitsflieger für die damalige Zeit gewesen. Und der hat einfach elegant, der hat elegant auszuschauen. Ich will es euch mal, kann ich das hier nicht gerade mal schnell zwischendurch euch zeigen? Das fände ich eigentlich jetzt ganz cool, wenn ich das könnte. Kann ich auch. Ich kann euch das zeigen. Ich nehme es so ein bisschen auseinander, denn ich möchte euch zeigen, was das tatsächlich bedeutet als Einzelteil. Also hier seht ihr einmal das Bugrad. Ja, das steckt da drin. Und hier vorne sind die Noppen. Ich habe es ein bisschen auseinandergerupft, aber das passt schon. Hier seht ihr auch, wie das Flugzeug aufgebaut ist. Ihr seht hier die verschiedenen Lagen, wie das konstruiert sind. Es sind keine Bricks in dem Set verbaut, es sind alles Plates. Das sind alles Plates, die übereinander sind. Ihr seht ja auch die Kopi-typischen Angusspunkte, die aber glücklicherweise bei dem Set keine Rolle spielen, weil es alles flache Fliesen sind, die ihr da, dort seht. Und ist natürlich Kopi-typisch wieder absolut stabil. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es hier halten würde, aber also hier easy. Ja, da passiert gar nichts. Deswegen können wir so, ja. Also ein bisschen drunter gehalten hier außen. Das ist wieder super gemacht. Ganz außen. Ja, nee. Hier außen wird es biegen. Also ab dem Eisernen Kreuz kann man es tragen. Ich würde sagen, das sind die Sicherheitspunkte. Auf jeden Fall. Dann geht das so. Und jetzt habt ihr, das ist das eine Element. Das ist übrigens auch bedruckt. Und es ist doppelt bedruckt. Es ist nicht nur einmal bedruckt, sondern das sind Lagen, die da drauf sind. Damit man das Dunkelgrün mit diesem ganz, ganz hellen Aquamarinton übertüncht, um ranzukommen an die Farbe davon. Das ist trotzdem natürlich noch ein besserer Farbton, aber es ist nicht nur einmal bedruckt wie bei Lego, das ist schon mal sehr, sehr schön. Und das wird dann hier dran gesetzt und die Aufnahme, das sieht halt gut aus. Das ist ein richtig schönes Teil, ist elegant, passt natürlich toll rein, keine doofen Ecken, alles schön. Und dann habt ihr hier die Cockpitscheibe, die ihr reinsetzt und hat halt hier hinten auch diese beiden Knicke drin, damit das hier hinten sehr schön übergeht in die Slopes, die hier gebaut worden sind, damit es einen schönen Übergang gibt. Und ich würde mal sagen, wenn es hier drin sitzt, am Anfang seht ihr hier noch diese Kante, zeig es mal von der Seite, habt ihr noch diese Kante und dann geht es tatsächlich also praktisch auf eine Ebene hier rein. Also das hier unten, diesen Mini-Abstand, den kann ich super verkraften. Und dann sieht es wirklich elegant und schön aus und es fließend geht das hier in alles rein. Sehr, sehr schön. Und das stelle ich mir auch so vor und das ist ein Modell, das auch so stehen bleibt, das wird nicht groß umgebaut. Und mit den beiden Formteilen kann ich hervorragend leben. Und das sieht einfach richtig gut aus. Und trotzdem ist es noch ganz klein ein Klemmbausteinmodell. Das ist sehr schön. Hier am Heck ist alles gebaut. Alles Standardteile, alles klassische Kobi-Elemente, die ihr aus ganz, 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 ganz vielen Modellen kennt. Alles da. Und natürlich sehr, sehr schön verbaut, sehr stabil. Und einfach sehr, sehr viel Feinarbeit, um das Modell zu modellieren. Und das hat wieder mal hervorragend funktioniert. Hier, wie gesagt, hier sind alles Prinz, einzelne Prinz hier hinten. Tak, 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 alles raus, alles Prinz. Sehr, sehr schön gemacht. Der Bau ist, ich war verblüfft am, ihr baut hier sehr schön, das finde ich bei Kobi immer sehr, sehr gut, dass man parallel viel baut. Wenn man der Flügel auf der einen Seite gebaut wird, muss man das nicht machen und später neu anfangen, sondern in der Anleitung sind gleich beide Flügelseiten abgebildet. Man kann losbauen, das ist prima. Tatsächlich ist es aber so, dass eigentlich, das sind bis zu 4 Schichten, die hier gebaut werden. Erst wenn die großen Platten auf der einen und auf der anderen Seite hier am Ende vor allem diese Slopes drauf kommen, gewinnt das gesamte Modell an Stabilität. Ihr habt keine Chance vorher, das in der Hand hier zu halten und das Flugzeug bleibt am Stück. Das dauert alles einen Moment, bis tatsächlich erstmal diese Hochzeit kommt von den Flügeln und Rumpfteilen und so weiter, dass das alles zusammengeht. Und wenn dann vor allem hier diese Slopes draufgesetzt werden, also hier, ihr seht diese Reihen hier, die und das hier, auf der anderen Seite natürlich auch und hier oben die großen Reihen, das bringt die Stabilität in das ganze Modell. Danach ist das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Kein Modell für Kinder natürlich. Es ist toll bespielbar jetzt danach, weil es so stabil ist und man kann es überall anpacken, ist überhaupt kein Problem. Aber in der Konstruktion ist es doch fortgeschrittener dann. Das funktioniert, das ist nicht Lego-Level. Das ist auf jeden Fall fortgeschrittener. Und ich mag diese Modelle alle. Ich hoffe, es kommen noch wesentlich mehr weitere dazu. Es gibt da ein paar tolle Flieger, auf die ich noch warte. Und natürlich hoffe ich auf die zivilen Modelle, die ja auch starten könnten in den 30ern bis in die Moderne hoch. Die haben alle Lizenzen, alle. Ich hoffe, sie bringen die einfach und immer in dieser Qualität, gerne mit einem schönen Formteil, um tatsächlich einen markanten Punkt an der Maschine
deutlich zu machen und der Rest wird dann Kobi-typisch geformt, so wie sie es wirklich können und wofür sie auch die richtigen Teile haben. Und das dann in der Qualität. Und Bügelperlen gehören für mich nicht in die Teileanzahl rein. Das killt die ganze Sache hier noch ein bisschen. Also wie gesagt, der Preis läuft für mich nicht, der Sockel muss her. Und ansonsten ist das, finde ich, es ist eine meiner liebsten Maschinen. Also vor allem aus der Militärgeschichte. Also aus der Militärgeschichte von Kobi ist das, glaube ich, mein liebster Flieger. Jetzt hoffe ich noch auf ein paar sehr, sehr nette Zivile, die beim Bau vor allem ähnlich viel Freude machen. Dann bin ich sehr, sehr happy. So ist es. Also, ich bestelle ihn auch. Ich werde ihn bei mir im Laden mit Sicherheit auch haben. Wahrscheinlich nicht dieses. Ich hoffe, nächstes oder übernächstes Wochenende kommen sie. Könnt ihr euch vielleicht auch daran erfreuen. Die Executive, glaube ich, ziemlich sicher. Ich würde es sonst nochmal anders bewerben per Instagram oder so. Werde ich nicht bei mir im Laden haben, sondern nur die normale Variante. Habt eine großartige Zeit und nette Leute um euch. Bis bald.